Herzlich willkommen, Leute, zu Trust and Betrayal mit Shigo, Nefias und Grenz. Und Dalu. Hallo. Moin, moin. Und damit Guck. In Team Grün. Hallo. Ich bin auf dem Weg. Ja. Yeah. Halt, ich bin ja noch Team Blau. Jetzt erstmal Shigos Kreide abbauen. Super. So. Mach dir ruhig die Hände schmutzig. Erstmal zum Start, der war doch hier vorne irgendwo. So, ich bin dann mal weg. Ah, Mist, die Kreide kann man nicht abbauen, die geht nur kaputt. Sag ich doch. Was merke ich zu? Du hast gerade, mach dir die Hände schmutzig. Ja, ja. Das hat mit dem anderen zu tun. Kreide abbauen und so, weißt du, an Hände kleben. Eine lila Workbench habe ich dir wenigstens geklaut. Boah, wie kannst du es wagen? Die war so schön. Au! Die war so schön. Ja. Ach ja, diese scheiß Viecher hier, ey. Ja, ach, wo hat Marv denn gebaut auf einmal? Gibt's hier noch am Start grüne Wolle zum Klauen hier? Ja, in der Mitte. Wieso, was ist mit Marv und auf einmal? Ja, weil Marv hat sich hier irgendwie jetzt neben das Portal so ein Haus gebaut. Ich dachte, er wohnt da oben. Wo ist denn das neben dem Portal? Direkt was hier du? Links. Neben dem Tropicraft-Portal oder welchen meinst du? Nee, neben der Base ist so ein Höhleneingang. Aber es könnte, wenn der Berg nach oben geht, ja zu seinem Haus gehen. Ja, ich hab schon. Oh ja, hier mittendrin ist auf jeden Fall ein Fenster auf einmal. Ja, ich habe mir jetzt auch einen neuen Ort gesucht, weil Vita sich einfach da unter mich gezeckt hat. Gezeckt? Wie so ein Geschwür, ey. Hat er sich da in den Berg reingegraben und ich bin aus der Wäsche, ey. Die Besten, die einfach reingraben und dann sind sie überall. Du willst dich erweitern und dann sind überall schon Stellen vom anderen Spieler. Tja, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja. Hat irgendjemand hier eine Workbench? Hier, Dingens doch bestimmt. Fucking Fantasie. Soll, was mache ich mit dem Blut, was da in meiner Schmelze drin ist? Ey, wer dem ist, hat ja hier alles zugebaut, der Honk. Wenn ich die Schmelze abbaue, kann ich dann... Was möchtest du von der Du Schmelze kannst das abbauen? Blut rausfließen lassen, dann tu mal in den leeren Casting-Table laufen lassen, das Blut. Ja. Hab ich nicht. Ich hau's jetzt einfach weg. Ey, Nefi, hast du hier eine Workbench draußen? Oben auf dem Berg bei mir ist eine Workbench, ja. Sauber. Da stehen sogar noch zwei Öfen. War du Draufgänger. Ja, ich bin richtig heftig. Das sind noch nicht mal meine. Oh Worken. Nein. Es regnet. In der Hölle merke ich davon nicht viel. So, jetzt kann gebraut werden. Yay! Brewing Station, super. Den Kettel. Ach so. Du musst auch noch. Apropos. Darf ein Haus mehrere Eingänge haben, also einen grünen und einen blauen? Nein. Scheiße. Wäre zu einfach. Ich nehme gleich alleine auf, ey. Kann nicht in mein Haus. Oh nein, ein Creeper. Oh, bitte hat der Creeper keinen Hut auf. Darfst du nicht? Nee. Nein! Hat er einen Hut auf? Nee, der ist eh selbst gesprengt. Da will er gleich wieder den Verstoß eintragen. Schon der so. Lauert schon. Ja, hat ne? Er schon, hat er schon. Muss ich mir mal angucken. Welche Folge ist das bei dir? Kommt ist morgen, morgen direkt. Wahrscheinlich. Ja. Will ja hier auch nicht rausfliegen. Editiert er mit Photoshop einen Hut rein. Ja. Am besten so richtig schlecht. Oh scheiße, ich habe die Safe Zone, obwohl hier ist ja keiner drauf. Warte mal, Dalu, in dein Haus kommt man dann jetzt ja auch nicht rein, ne? Doch. Doch, Dalu hat ganz viele Geheimwege. Ja, aber doch nicht als Team Grün. Doch. Oh, geh mal in das Haus von Team Grün rein von mir. Also darf ein Haus doch mehrere Eingänge haben? Nein. Nein. Es hat ja keinen Eingang. Das ist kein Eingang. Also ich war auch begeistert, als dann wir das gezeigt hat. Mein grünes Haus ist mein grünes Haus. Ja. Gibt nur einen Geheimgang. Wäre cooler, wenn du den noch mit einem Knopf verstecken würdest. Nee, sowas mache ich nicht. Ja. Ich
habe im Nether ernsthaft noch keine einzige Festung aufgedeckt. What? Doch, also doch. Ich hab drei oder vier Stück ich aufgedeckt. Ich auch, was erzählst du hier für ein Quatsch? Ja, ich habe noch keine aufgedeckt. Wo sind die denn? Ach, hier ist der Gang, wo der Stein so anders aussieht, oder was? Warte, wo bist du jetzt? Hier genau davor, hier, wo der Stein anders aussieht. Chigo, vom Portal aus nach rechts ist eine. Team Rot. Ja, rechts. Ich bin jetzt im Haus von Team Grün. Wo bist du, Grants? Achso, warte, dann geh ich. Ja, aber ist ein Stückchen. Ich bin da auch wieder drin jetzt. Ist da ganz rein. Also unten, ja, hier runter. So, du gehst da rein. Darf ich ja grün, nicht rein. Ja, doch, ist ja grün. Ja, ich lass dich ja rein. Okay. So. So, und jetzt gibt's hier so ein. Ja. Hier, komm ich schon richtig? Bleib hier. Okay. So einen ungesicherten Bereich, wo du ja sonst aber nicht hinkommst, ist ja ungesichert, ist ja ein Eingang, der nicht markiert ist. Und da kannst du runtergehen und gehst in diese Etage wieder rein, weil das ein Eingang ist, der nicht markiert ist. Ah, okay. Hä, was ist das hier? Mein blaues Haus. Nee, ich meine, was ist. Ach, Natura. Ja, hier muss ich noch verschönern alles. Komm mal mit. Hier, das ist neu. Das ist neu, ey. Hier, Sneak Preview, Leute, ey. Bei Dalu seht ihr es erst in 4 Wochen, ey. warte auf, du musst es jetzt wenigstens einmal testen. Hier mein toller Blaueingang. Gleich bin ich wieder tot. Oder gleich kriege ich hier wieder einen Regelverstoß von dir eingetragen. Komm hoch. Ey, wo bist du? Durchs Wasser? Im Wasserfall, ja. Und das ist da oben. Oh Gott, ich ertrinke nicht. So ein Quatsch. So, und das ist halt jetzt mein Eingang von Blau. Hier darfst du ja auch rein. Ich erlaub dir das. Und. Hat da wer eiskalt die Blazespawner weg? Also, das heißt theoretisch, weil das ja teilweise nicht geschützt ist, ja, wenn da jetzt jemand sich reingraben würde. Kann er ja nicht. Spawn zwei Festungen. Du siehst ja, dass hinter dem nicht geschützten Eingang eine Wand ist, die ganz klar nicht. Ja, mal neutral ist. Ja. Genau. Du siehst ja, das ist ein Haus, das ist extra geschützt. Die Teile sehen so gut aus hier von diesem Carpenters Workshop, ne, die so schräg sind. Muss ich mir auch nochmal. Wo bist du gerade? Die Behindertenrampen. Die hier überall, ja, genau, diese. Die extra für mich gebaut ich hab vergessen, wie ich hier wieder runterkomme. Wie du wieder rauskommst aus der Butze. Ah, hier, jetzt weiß ich's wieder. Wo ist denn jetzt, wo kann ich denn jetzt die Steine klauen? Hier unten, ach, da wo scheiße. Du gerade warst. Ganz unten. Dass keiner Steine will, ne? Hey, geil, ich bin hinter deinen Truhen. Ja, das ist ja der Trick. Dann bist du aber im falschen Haus, ey. So, Stein. Erze, Blöcke. Wieso? Blöcke sind bestimmt nicht Steine, wa? Natur. Schau kurz rein, so viel Zeit kostet sich nicht. Zeit ist Geld, ey. Ne, das meine ich ja auch, es dauert mir zu lang. Wie viel Cobblestone brauche ich? Also brauchst du? Nimm Cobblestone mit, ey. Dann ja, mit, der da hat oh nein, ich krieg nur Berg ausgehoben. Was meinst du, wie viel Cobblestone der hat? So, und jetzt kann ich auch echte Tränke brauen. Juhu! Ich tu dir hier so ein paar andere Sachen dafür rein. Ist aber sehr nett von dir. Aber auch in die richtige Kiste, du Pfeife? Ja, ich guck gerade schon. Auch schon voll Panik. Nächstes Mal guckt er in seine Kiste. Dalu hat stundenlang sortiert. Alles voll im Arsch, ey. Wichtig, Kisten. Kistenception hier, ey. Körperteil. Oh Gott. An welcher Kiste bist du gerade dran, ey? Das sind meine Körperteile hier. Ich wollte eigentlich hier meine Spinnnetze und so loswerden. Das ist doch ganz klar Material. Ganz hier. Klar. Ah, okay, da sind aber keine. Guck mal hier, jetzt habe ich deinen Vorrat hier aufgefüllt. Du warst bestimmt noch der sie vorher mitgenommen hat. Nein! Warum soll ich denn zwei Netze klauen? Was soll ich mit Netzen überhaupt allgemein? Benetze. Ah, hier Gehirne, die kommen doch bestimmt zu Körperteilen. Nein, Gehirne gehört zu Essen. Ja, jetzt ohne Witz, da sind sie eigentlich drin. Ja, Gehirne sind gar nicht so unwichtig. Weil eigentlich kannst du die essen. Ja, eigentlich. Sollte man vielleicht nicht, brauche ich aber leider. Viel Proteine. Also ich bräuchte die Gehirne für andere Sachen. Ja, du brauchst das für dich. Ja, ich brauche das für mich sowieso. Ich bin ja auch behindert, weil dadurch die Rampen extra für mich gebaut hat.
hast du jetzt gesagt? Soll ich dir die Aufnahme nochmal zeigen, wer dann gesagt hat, dass die für mich sind? Okay, danke. Jo, was hast du mitgenommen? Eine Liste später. Warte. Hast du bezahlt? Am Ausgang ist die Kasse, ne? Einmal drüber. Ungefähr 9 Stacks. Macht 90 Diamanten. Ist doch eh gleich wieder alles voll. Gren, sie braucht hier. Nee, ich brauch Shigo. Shigo, ich brauch hier einen designischen Schönheitstipp. Das sieht nämlich kacke aus. Sonst hat er hier gleich auch so einen Zellenblock wie ich. Nein, ich hab das hier vergessen. Das ist mir jetzt aufgefallen. Wenn ich mal, wenn du mich gefragt hättest jetzt. Was hast du denn? Ja, komm in mein Haus. Hä? Ich bin schon wieder raus. Oh Gott, ey, ich hab mich gerade voll erschrocken. Darf ich rein? Nein. Darf ich rein? Verdammt. Doch, komm, ich hab das Tür nämlich schon gehört. Hast du auch eine Türklingel jetzt? Nein, aber ich höre ja die Tür. Wo bist du überhaupt? Eine Etage tiefer. Ah, hallo, Baum. Oh, jetzt hab ich auch noch nicht. Ich bin kein Baum, ich bin eine Wurzel. Mein Haus endet an den Fenstern immer so, dass hier diese Steinboden unter dem Glas unten und oben mit der Decke auf derselben Höhe sind. Weißt du, was ich meine? Jo. Ja, das Problem, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist hier nicht so. Oh. Ja, das ist natürlich hässlich. Warum ist es denn nicht so? Das frage ich mich gerade an. Was hast du dir dabei auch gedacht? Stimmt, wieso passt das denn nicht? Das muss ja ein Fehler im Glas sein. 1, 2, 3. Ein Fehler im Glas. Ja, nein, wie kann das denn? Nee, 1, 2, 3. Ja, das Ding hast du verschoben. Das müsste eigentlich, das Fenster müsste einen nach oben. Du bist verschoben. Alter! Nein, hier oben, das müsste eigentlich bündig sein. Die obere Reihe und hier oben. Dann gibt's einmal Glas mehr. Das fällt ja keinem auf. Jetzt fällt's jedem doch auf. Doch, hier sage ich das in jeder Aufnahme. Nee. Das wollte ich gerade sagen. Das ist Absicht. Das lag jetzt jedes. Ach, jetzt wäre es schon wieder Nacht, ey. Deswegen muss ich hier nach oben. Hat sich das denn ausgedacht? Was soll das mit der Nacht immer? Ach so, Renzo muss ja doch noch ein Bett bauen. Ah ja, stimmt. Renzo braucht ein Bett, oder was? Ja, kann ich jetzt ja eh nicht, weil ich doch jetzt nicht in meiner Wohnung bin. In deiner Wohnung? Du bist ja irgendwo 3 Wolle und 3 Holz herkriegen. So, Ja, und dann soll ich mein Bett hier in der Wildnis aufstellen, sehe ich aus wie immer. Bear Grylls oder Wenn du dann noch anfängst, Zombie-Gehirne zu essen, Peter. Oh Mann. Ey, was hat denn gegen Zombie-Gehirne? Das ist voll gut. Ja, da kriegt man da nicht irgendwie irgend so einen. Da kriegst du Hunger, ja. Das halt immer mehr ist, ne? Das halt Schwund ist immer. Hier, wir hatten hier so einen Fahrstuhl zum Mond gebaut. Wie? Fahrstuhl zum Mond? Ja, hier, Rothermoon, glaube ich, war das, oder? Geht auch so ein komisches Seil hier aus seiner Wohnung bis nach oben. Will er hoch hinaus, oder was? Keine Ahnung. Hat einer Sand und so? Nein. Und so? Was heißt und so? Shio, hast du Sand? Nee, ich muss mir gerade selber Sand. Also nee, Fias, hast Pool, du Kohle? Für Sand? Nee, gerade nicht als grün zur Hand. Toll. Da ist schon wieder ein Creeper, ey. Was soll das? Ach ja, das. Toll, Shio, das sieht doof aus. Du hättest du mal ordentlich gebaut, dann wäre das auch hübsch. Aber nein. Das ist deine Schuld. Ja, klar. Ich hoffe, du bist dir dessen bewusst. Sicher. Nein, so. Die Erfahrung. Die Erfahrung. Wo hast du mir jetzt mein Koppel eigentlich geklaut? Ah, hier. Und er hat wieder nicht ansortiert. Wie, was? Da war doch eh nur Koppel drin. Da ist alles drin in der Kiste. Bist du so ein mittlerer Maustasten-Nazi, der immer, sobald er einmal reinguckt, einmal mittlere Maustaste drückt, oder? Du weißt ja, was mittlere Maustaste das macht. Ich klicke da oben drauf. Oh. Ja, dauert jetzt nicht mal eine Zehntelsekunde länger, mein Freund. Außerdem, bei manchen Leuten geht die mittlere Maustaste auch nicht. Stimmt, Grants hat sowas. Was? Meine mittlere Maustaste ist kaputt gegangen, weil da mal Cola raufgeflossen hat. Oh Mann. Oh Mann. So. So, Braue. Ach, Glas. Chronischer Glasmangel irgendwie. Ach komm, nimm die Kohle. Das mag am chronischen Sandmangel liegen. Ja. Das kenne ich irgendwo, ja.
So, das ist doch schon mal was. So, jetzt habe ich 35 Schuss für die Diegel gecraftet. Come on. Kann ich 40 also Leute 35 töten. Leute oder so. 40. Hat jemand Möhrchen? Tu mal die Möhrchen. Nee, ich habe das leider hab ich nicht. Ich habe nur ein Kartoffelchen. Was bringt mir jetzt auch nichts? Kartoffelchen. Wie wär's mit einem Wölkchen? Ich wollte gerade sagen. Ich habe nicht gehört. Verzieh dich. Aber ich habe gar kein Hüngerchen. Das ist das Problem. Dann haben wir jetzt auch ein Problem. Jetzt haben wir die ganze Werbung durch. Okay, ja, danke schön. Kriegen wir jetzt Provision? Provisionchen. Oh, hey. Fuck. Wieso hat das wer gehört? Ja, das habe ich gehört. Hast du etwa geschossen? Oder ja, man kann mit der Diegel keine Kisten öffnen, glaube ich. Bist du in die Hölle gehört? Nein, nein, habe ich nicht, aber... Muss mal wen erschießen gehen. Oh. Gut, dass ich in der Hölle bin. Nee, die Statue vom Spielpiraten steht da noch in der Mitte. Apropos. Ich wollte auch überall von mir noch creepy Statuen aufstellen. Da muss er nicht viel bearbeiten. Ja, richtig. Einfach über Statuen von Dalu auf, dann werden sie alle vorsichtig. Wo ist denn der Spielpirat? Da steht er. Die Statue geht davon, glaube ich, kaputt, muss aufpassen. Ja, das tut mir aber leid. Der hat ein Goldschwert in der Hand, das kann ich ihm abnehmen. Ja, das kann man hier. Grabschänderei hier, unglaublich. Was für ein Grab? Er ist einfach nur ins Exil gegangen. Ja, und, ja, das ist ja dann seine Überreste. Kann ich seine Hand nicht bewegen? Ja, schade, ich wollte, dass er sich selber umbringt mit dem Schwert. Hör auf, dich selbst zu schlagen. Das kannst du, glaube ich, nur der Ersteller, wenn du das einstellst, wie der stehen soll. So, oh, dann sattelst du ihn auf einen Zombie. Der hat einen Rucksack. Jawohl. Peng. Jawohl, der hat wirklich einen Rucksack dabei. Oh, hier hat ja jemand eine Mine gebaut. Mine gebaut oder freigelegt? Frei, so mega groß, 5x5 Felder oder so. Und hier unten ist einfach nichts. Aha. Festung, wo nichts drin ist, das ist super. Kommt. Verdammt. Oh, fuck. Womit baut man einen Rucksack am schnellsten ab? Toll. Ah doch, Rucksack. Platziere und bau ab. Ich lass die immer liegen, wenn die Monster hat. Ich finde die so doof. Kann man den nicht auf den Rücken packen? Weil der Zombie ja, aber auch dafür, auf dafür kannst du dann keine Brustpanzerung mehr tragen. Nee, dann hast du den nicht auf den Rücken, sondern auf den Brustpanzer-Slot getan. Also den Knappsack kann ich auf den Rücken packen. Habe ich den Knappsack auf dem Rücken? Ich muss mal gucken. Sieht man das bei mir? Ah, oh, der hat eine Ender-Chest. Nee. Die kriegst du nur mit einem fiesen Trick. Er hat eine. Und was heißt, die Ender-Chest kriegst du nur mit einem fiesen Trick? Ach, die Ender-Chest, Entschuldigung. Die Endermänner haben manchmal so einen Ender-Rucksack auf dem Rücken. Ja, der ist geil. Der ist gut. Echt saucool. Aber Trick den kriegt man dahinter? Nur mit einem fiesen Trick. Der Trick dahinter ist, du musst... den Endermann zu einer, beziehungsweise du musst eine Ender-Chest neben den Endermann stellen und dann musst du hoffen, dass der deinen Ender-Rucksack deswegen abstellt. Und dann kriegst du erst den Rucksack. Ja. Weil er selber kann den gar nicht droppen, oder was? Nee. Der Ender-Rucksack ist der auch mit der normalen Ender-Chest reagiert, ne? Genau. Ja, deswegen war der so geil. So, was fehlt mir? Lapis Lazuli! So! Mist, ich brauche noch so ein Lavabecken, wo ich einfach Müll reinschmeißen kann. Also damit das halt kaputt geht. Kannst auch übertreiben und dir direkt den Mülleimer dafür bauen. Gibt's hier nicht. Wer dem ist, meinte schon. Also die Hat dich angelogen. Ja, würde ich auch sagen. Wer dem ist, lügt mich an, ey. Oh, ich beschissen, ey. Du fällst drauf rein. Ja. Heißt halt Trust und Betrayal, ne? Ja, hat er mich direkt mal... betrayed. Oh Gott. Shigo.
Hast du Sand mittlerweile? Alter, nein! Alter. Ich habe Glasbottles, die ich selber brauche aus diesem Glassand. Gemisch. Figo. Moment. Warte, ich bin gleich fertig, dann kannst du sie hier Talk to the Hand machen. Talk to the Hand? Ja, komm zu mir. Ich habe gehört, dass man mit den Hexenhänden Schnick, Schnack, Schnuck spielen kann. Ja, ehrlich! Echt? Ja, wenn du alle drei hast. Mann. So. Der verliert, stirbt, oder was? Ja, direkt tot. Oh, ja. Das wäre geil. Hexenduell. Stein tötet Schere. Schere tötet Papier. So läuft das. Ja. Oh je. Achso, das Problem mit der Karotte, verdammt. Auch Mörge. Mörge, Mörge. Da waren dann wir hinten Schnee. Ah, nee. So, jetzt kann man mich rund um die Uhr besuchen in meinem grünen Haus. Das hört sich traurig an, wenn das so sagst. Ja. So, Leute, ihr könnt jetzt immer vorbeikommen, Leute. Wirklich, rund um die Uhr. Rund um die Uhr. Ach, komm doch vorbei, bitte. Ich bin so allein. Ach, was mach ich denn da? Ach Gott, ach schön, ach, schön. Wir hätten hier die Sandgrube ausgehoben. Wie geil sieht das denn aus? Könnte hier hat auch einer Sand gebraucht. Hier ist so ein riesiges... Ich habe Vita mal die Minions gezeigt. Ich glaube, er hat sehr viel Sand gefarmt. Hier ist so ein Sandpit. So ein Sandpit. Was machen die Minions? Arbeiten. Für dich. Die buddeln dir dein Zeug aus, damit du selber nichts mehr buddeln brauchst. Toll, wieso mache ich das hier selbst? Weil du nicht gefragt hast. Ich mache das aber auch immer die ganze Zeit selber. Die Minions holen halt alles aus einem Loch raus. Du kannst halt selbst gucken, was du brauchst. Ne? Die packen richtig aus. Brauche ich Gold? Ja. Ich wollte mir ein Flugzeug bauen, aber das geht nicht. Der Fahrer ist traurig. Ja, ich bin voll enttäuscht deswegen. Ich habe alles für ein Flugzeug da. Ich muss es nur noch hinstellen. Ich habe letztens so ein Wespennest ausgenommen, die waren ganz schön piss danach. Das war gar nicht mehr so lustig, ey. Wie lange die dich verfolgen, die Drecksviecher, das ist echt ekelhaft. Oh, wie schön dieser eine Hammer ist. Ich baue gerade so schön 3x3 einfach. Ich buddel mich gerade nur noch nach unten und nehme alles mit, was kommt. Ich brauche nämlich einmal wieder alles. Da steckt wieder der Item-Messi drin. Ja, Grant nimmt mir auch immer alles weg. Ja, jetzt ich dachte, du brauchst die nicht. Ja, ich kann es auch machen, ist ja kein Problem. Aber die Truhe muss voll sein. Ne? Die Truhe muss voll sein. Also, alles voll. Nur wenn alles voll ist, weiß ich, wenn was fehlt. Denk drüber nach. Clever. Ja gut, aber wenn in der Truhe was fehlt, ist eigentlich scheißegal. Wann brauchst du Steine? Immer für ja schöne Sachen. Der Einzige, der aus Stein baut. Nee, ich doch auch. Meine Fenster und Co. Dalu, ist dein Hammer immer noch aus Stein? Ja, ich habe immer noch einen Steinhammer. Nein, nein. Ja, ich habe einen rosa, also den lila, den könnt ihr noch haben. Den habe ich noch nicht. Ja, den Manjolinhammer solltest du dann vielleicht machen. Ja, dann wie machen wir einen. Hier. Ich weiß auch noch nicht. Unglaublich. Wisst ihr, da kommt wieder die Faulheit zutage. Ja, Dalu sagt immer, wenn er was Cooles bei anderen sieht, warum habe ich das noch nicht? Ja, wo ja, ist genau. Meine Klingel eigentlich? Und die Klingel, die baue ich dir gleich. Ja. Das ist schon wieder. Es ist unglaublich. Die habe ich ihm versprochen. Er hat gestern richtig Schiss gehabt, als ich die Klingel gezeigt habe. Nee, ich habe mich gefreut. Also ich hätte mich nein, Spaß. Also, oh oh, ich so, was? Schigo, hast du willst den Ofen stehen? Nein. Hast du mal Glück gehabt. Schigo, du solltest mir auch was bauen. Ziemlich gezielt nach Fehlern. Nein. So gezielt nach Fehlern. Ich finde schon was, wenn ich danach suche. So, so. Auch wenn ich das manipulieren muss. So ein schlechte einfach Photoshop. So, nee, einfach diesen Ofen bei ihr ins Haus stellen. So, oh oh, Chigo. Oh, ich bin mal rumgeflogen letztens. Durch Zufall. Mir hat auch keiner einen Tipp gegeben. Da habe ich was gesehen bei dir. Ja, jetzt lachst du noch. Warte. Ja, womit stellt soll sich ich dann neben, Dalu stellt sich dann neben Chigo und lässt den Ofen fallen. Oh, was hast du denn da fallen lassen? Warte, wo kommt das denn her, Chigo? Hallo?
Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ist dir da was aus der Tasche gefallen? Oder? Du weißt, dass das verboten ist. Aber da kann ich leider keine Ausnahme machen. Oh, wäre das eine lustige Aktion. Ey, mach ich eine Idee. Ach. Puh. Was sagt die Zeit eigentlich jetzt gerade? 25. TikTok. 25, ja. Herrlich, ups. Chigo kann ich mehr. Ja, ich weine schon. Vor Freude. Was brauchte man nochmal? Lehm, Sand Lehm, und... Lehm, Sand und Gravel. Gravel. Haben Grout, wir, ne? Einer, weiß einer, wo ein Gravel-Biom ist? Nee, ein Gravel-Biom habe ich noch nicht gesehen. Warte mal. Hier ist doch... Wo war das? Wo war das? Ja, auf einmal ist er wieder hilfsbereit. Ja. So, das... Och, Mann. Nee, vielleicht die Klinge wieder aber schon noch in dieser Folge fertig. Und dann was? Ich bin gerade in der Hölle. So muss ich. Beeil mich, warte. Sonst fällt der Ofen gleich neben mir raus, ey. Der Ofen wird auf jeden Fall heute noch fallen. Also wenn du auf der Karte nach links fliegst und hinter dieser braunen Biominsel kommt dieses hellgrüne Zeugs und da ist das Flussbett aus Kies komplett. Ich glaub dir mal. Ey, kann der Hammer auch Wolken abbauen? Ja, echt? Kann ich auch den Hammer? Jetzt ehrlich? Er müsste gehen mit dem Hammer. Mit dem Hammer kannst du auch keine Erde wegmachen. Aber er baut einen Block ab. Ja, einen. Ja, ja, er hat gefragt, ob man abbauen kann. Er kann es auch mit der Faust abbauen, hat denselben Nutzen. So, weißt du? Scheiße. Ja, gefallen, ob's effektiv. Aber ich finde diese 3x3 Schaufel saugeil. Ich habe jetzt gerade so viel Sand geholt. Willst du was haben, Shigo? Wie kann man denn die Schaufel und den Hammer herstellen? Alles in der Schnelle. Verdemis fragen. Nimm einmal mit Verdemis auf und sag, du brauchst das. Ja, Verdemis nimmt ja nie auf, ey. Verdemis nimmt immer nie auf. Der spielt so selten. Der ist schon fast fertig eigentlich. Der hat das Projekt schon abgeschlossen. Bei ihm lief das Outro schon. Aber er hat Oh nein, jetzt wird's schon wieder dunkel. Was hast du denn auf dem Kopf, kleiner Zombie? Zack. So, hier hat schon wieder einer dieses komische Gebäude. Ich weiß nicht, ob das vielleicht für irgendwas gut ist, aber weil das jetzt schon zweimal dasselbe ist, was hier rumsteht, so ein Gebilde. Zwei hoch und dann halt, es ist ein ganz, ganz kleines minimalistisches Haus. Ich habe das jetzt wieder abgebaut. Wie gemein. Ja, das ist so, keine Tür, kein Dach, kein gar nichts, halt wir zwei müssen, Blöcke hoch. Wir müssen zum Ende kommen übrigens, so langsam. Oh, uns auch eben ein wichtiges Schild setzen. Und ich möchte eben aus der Hölle raus, so. So, und dann würde ich ja sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir machen noch einen, oder? Ja, klar. Jo, jo. Sicherlich. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, schalte wieder ein, guckt auch mal bei den anderen vorbei. Bis dahin und tschüss. Haut rein. Jungs.